Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal und heute zu einem Video, was glaube ich sehr, sehr viele von euch daraus interessiert. Und zwar habt ihr schon am Titel gesehen, es geht um die besten Hoodies für den kommenden Es geht um die besten Hoodies für den kommenden Herbst, der jetzt eigentlich schon vor der Tür steht. Ihr merkt es selber, es wird kälter draußen. Und das heißt, wir brauchen wieder Hoodies. Ja, es gab ja jetzt eigentlich nur noch T-Shirts für uns. Jetzt fangen wir die Hoodie-Jahreszeiten an. Das heißt, ja, jetzt gibt es ein Video über die besten Hoodies für euch, dass ihr euch passend für den kommenden Herbst ein paar nice Hoodies ziehen könnt. Ich glaube, ich habe so um die 15 Hoodies jetzt rausgesucht und ich möchte wirklich nicht, dass dieses Video irgendwie 25 Minuten geht, weil ich über jeden Hoodie eine Minute laber. Deswegen werde ich es wirklich kurz fassen. Ich werde die Hoodies vorstellen, ganz, ganz kurz ein, zwei Sätze dazu sagen und dann geht es auch weiter mit dem nächsten Hoodie. Aber sonst geht dieses Video wirklich viel zu lang und ich glaube, darauf habt ihr auch keinen Bock. Vorab möchte ich noch ganz kurz sagen, ich werde das Ganze preislich sortieren. Das heißt, wir fangen mit dem billigsten Hoodie an, gehen dann weiter von Hoodie zu Hoodie zu Hoodie, bis wir irgendwann bei dem teuersten Hoodie sind. Und ich habe eine Preisklasse von 50 Euro bis knapp 300 Euro. Jetzt fragen sich vielleicht manche, yo, Digga, warum nur ab 50 Euro? Was mit 30 Euro, 20 Euro und was weiß ich was? Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich finde sehr, sehr wenige der Hoodies unter 50 Euro fresh. Seien es jetzt wegen den Designs oder wegen der Qualität. Ich finde, da ist einfach nicht so viel dabei, was unter 50 Euro fresh ist. Wenn ihr irgendwas habt, was nur 30 Euro kostet und mega fresh ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann schaue ich mir das gerne mal an. Aber ich habe jetzt persönlich keine Sachen gefunden unter 50 Euro, die ich nice fand. Und jetzt würde ich sagen, haben wir auch genug gelabert. Jetzt geht's los mit dem Video und wir fangen an mit dem allerersten Hoodie, den ich euch mit gutem Gewissen vorstellen kann. So, ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter zur Seite, dass ich euch hier mal ein Bild von dem Hoodie einblenden kann. Der erste Hoodie, wer einmal von Urban Outfitters, sagt bestimmt die meisten von euch was, wäre einmal dieser hier mit einem sehr, sehr nice Backprint. Ich muss wirklich sagen, den Backprint mit diesen Blumen, auch diese Schriftart, finde ich wirklich sehr, sehr schön. Wird sich vielleicht auch bestellt. Ich finde den Hoodie nämlich wirklich sehr geil, kostet 59 Euro, kann man nichts gegen sagen. Ist ein sehr nicer Hoodie. Und wir machen weiter mit dem nächsten, der nämlich auch von Urban Outfitters wäre. Der nächste Hoodie auch von Urban Outfitters, wie gesagt, ist einmal der hier in diesem Braunton. Ist eigentlich ganz schlicht. Ich finde aber den Fit erstens sehr nice und ich finde diesen Braunton sehr nice. Generell werdet ihr jetzt mehrere Hoodies in so einem Braunton jetzt in diesem Video finden, weil ich finde, für den Herbst ist das einfach eine übelst nice Farbe, die immer nice kommt. Und das wäre der Hoodie auch, 59 Euro. Sieht sehr fresh aus. Und wie gesagt, Links zu jedem Hoodie sind in der Beschreibung, deswegen check gerne die Links ab. Und das wäre der Hoodie für 59 Euro von Urban Outfitters. Kommen wir jetzt zu einem Hoodie, der auch 59 Euro kostet und zwar einmal von Seven Heavens. Hier eingeblendet gibt es in zwei verschiedenen Tönen, einmal in schwarz und einmal in grau. Und ich muss wirklich sagen, ich finde den grauen sehr, sehr nice. Finde ich wirklich sehr geil, 59 Euro. Finde ich auch den Grauton schöner als den schwarzen. Mit diesem gelb-orange Akzent, mit diesem Blitz, finde ich sehr cool. 59 Euro, kann man nichts gegen sagen. Sehr, sehr cooler Hoodie. Jetzt gibt es eine Brand, die gerade auch sehr, sehr im Hype ist und zwar Jaded London. Davon habe ich auch einen Hoodie und mit dem Hoodie bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Ist ein cooler Hoodie. Habt ihr ja, denke ich mal, in dem Live-Cops Unboxing von Jaded gesehen. Und wir hatten ja einmal diesen Hoodie, wird, denke ich mal, denselben Fit haben, dieselbe Qualität wie der, den ich auch habe und ich bin wirklich sehr zufrieden. Ist in so einem Cremeton, was ich auch für den Herbst sehr schön finde. Mit so einem Alaska-Print, mit so einem Adler ist das, glaube ich, mit der Amerika-Flagge. Finde ich, sieht sehr, sehr cool aus. Kostet 74 Euro. Und das wär's zum Jaded Hoodie. Dann haben wir einen Hoodie, den mir ein Abonnent geschickt hat. Und zwar einmal von Worst Behavior heißt die Marke, glaube ich. Oder Worst Behave, keine Ahnung. Ich kenne die Marke nicht, hat noch nie was davon. Ich finde aber den Hoodie sehr, sehr cool. Ist hier eingeblendet. Kostet 90 Euro. Ist mit diesen zwei Fingern oder zwei Händen drauf. Steht drauf, please touch only with your eyes. Ich finde der Fit sieht sehr nice aus. Mir wurde auch gesagt, dass die Qualität sehr gut ist. Finde ich, ist ein cooler Hoodie, auch in so einem Cremeton, wenn ich das richtig sehe. Und ja, 90 Euro. Finde ich sehr schlicht, finde ich sehr cool, gefällt mir. Dann hätten wir einen Nike Lab Hoodie, sind ja gerade sehr, sehr gefragt, habe ich hier zum Beispiel auch an, das ist auch ein Nike Lab Hoodie. Nur, dass dieser hier, dieses Ding in der Mitte, dieses, was die Kordeln so zusammenhält, nicht hat. Und zwar wäre nämlich einmal das, was, es wäre das? Und zwar wäre es nämlich einmal dieser hier in braun, gibt es auch in orange und in grau, blende ich euch auch mal ein. Das ist der braune, finde ich, sieht sehr cool aus, kostet überall anders, kostet glaube ich so 90 Euro. Auch, glaube ich, so um die 90 Euro. Ist oft ausverkauft. Es gibt immer noch ein paar Seiten, die haben. Zum Beispiel hat Farfetch noch ein paar Größen. Seekers & Stuff hat den, glaube ich, noch ein paar Größen. Ich werde euch die Links, wie gesagt, in die Beschreibung packen. Ich finde den Braunton wirklich sehr cool. Ist ein schlichter Hoodie. Generell, die Nike Lab Hoodies haben auch eine bessere Qualität und einen besseren Fit. Deswegen sind die 90 Euro da ein bisschen mehr gerechtfertigt für ein Nike-Produkt. Ich bin mit dem auch sehr, sehr zufrieden. Ist ein schöner Stoff, hat einen schönen Fit. Und das wär's für den Nike Lab Hoodie. Sehr schöne Farbe. Überlege ich mir vielleicht auch mal den zu holen, weil den, ich finde diesen Braunton, der sieht sehr, sehr schön aus. Der Hoodie, der jetzt kommt, der gefällt vielleicht nicht jedem. Mir gefällt aber, der ist mir irgendwie, ich bin durch Farfetch gegangen, der ist mir irgendwie in die Augen gekommen. Ich hatte auch noch nie was von All Saints, heißt die Marke, glaube ich, ist hier eingeblendet.
ist so ein mintfarbener Hoodie mit so einem Bleaching überall, beziehungsweise an den Schultern unten so einem Bleaching, finde ich, sieht mega, mega cool aus. Für 125 Euro, ja, ich hatte noch nie was von All Saints, ich habe den Hoodie noch nie in echt gesehen, ich weiß nicht, wie der fittet, wie die Marke ist, ich habe keine Ahnung, aber ich finde den vom Design her sehr schlicht, aber gefällt mir sehr gut mit diesem Bleaching, finde ich, ist ein cooler Hoodie und könnt ihr gerne auch mal abchecken. Der nächste Hoodie wird sich auch safe von mir bestellt, ich habe sogar schon, wenn ihr dieses Video seht, ein Gebot bei StockX abgegeben, ich hoffe, das Gebot wird einfach angenommen und dann habe ich den Hoodie nämlich auch. Und zwar wäre es nämlich einmal dieser Travis Scott Cactus Jack Hoodie, habe ich vorher noch nie gesehen, ist mir heute in die Augen gekommen, auch in so einem dunkelbraunen Ton, ihr merkt, braun ist irgendwie voll am Start, in so einem dunkelbraunen Ton, und zwar sind nämlich überall so gelbe Blitze, würde ich sagen, hier steht Cactus Trails und halt noch so grüne Akzente, ich weiß nicht, ich kann nicht erkennen, was es ist, aber es sieht mega, mega nice aus, ist halt leider ein Gilden-Hoodie, ne? Also hat jetzt keine kranke Qualität, kostet auch um die 125 Euro, bei StockX muss man dann eben überlegen, ob es einem das Geld wert ist für einen Gilden-Hoodie. Aber ich finde den Hoodie wirklich mega schön. Gefällt mir mega, mega gut. Habe ich auch noch nie auf den Straßen gesehen. Und das wäre es zum den Hoodie. Das Problem ist, durch dieses Video ist auch die Kaufsucht bei mir so ein bisschen wieder ausgeschlagen. Denn ich habe viele Hoodies im Sommer verkauft, weil ich brauche keine Hoodies im Sommer. Und ich brauche vielleicht ein bisschen Geld, ich weiß gerade nicht mehr. Ich habe deswegen nicht mehr so viele Hoodies. Und deswegen werde ich mir viele Hoodies, von den Hoodies, die ich gerade vorstelle, bestellen. Unter anderem auch diesen hier. Der wird safe nach diesem Video bestellt. Und zwar einmal der hier von Ask Yourself. Finde ich mega geil. Mir wurde gesagt, dass Ask Yourself einen mega kranken Fit hat und eine geisteskranke Qualität. Kostet 150 Euro, ist schon wieder ein bisschen mehr für ein Hoodie, muss man sagen, ist auch einfach so, das ist schon viel Geld für ein Hoodie. Finde ich aber vom Design mega schön mit diesem verwaschenen Grau, mit diesem gelben Akzent in der Mitte, wo Ask Yourself in so einer übelst nicen Schrift draufsteht, ist auch so ein bisschen, ja, used, so, hat so einen leichten Vintage-Look, ist so ausgewaschen, finde ich mega schön und wird sich safe nach dem Video bestellt. Bestellbestätigung blende ich euch auch jetzt hier ein. Dass ihr seht, ich bestelle es wirklich, ich habe ihn mir bestellt. Ich bin wirklich gespannt, wenn der ankommt, finde den mega cool. Und das wäre es zum Ask Yourself Hoodie. Dann haben wir jetzt einen Sweater. Ja, es ist kein Hoodie, ich habe eigentlich Hoodies gesagt, aber ich finde den Sweater auch mega schön. Ich kenne die Marke nicht, ich kann auch kein Französisch, heißt Drôle de Monsieur. Ich habe noch nie Französisch in meinem Leben, keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich den Sweater hier mega schön und auch die Bilder sagen, dass der Sweater einen geisteskranken Fit hat. Also der Fit auf dem Bildern sieht geisteskrank aus. Und ich finde den irgendwie übelst nice mit dieser Schrift Not from Paris, Madame, mit diesen Blumen im Hintergrund und diesem hellen Braunton finde ich mega schön. Kostet 183 Euro. Ja, wie gesagt, Link in der Beschreibung. Wird sich vielleicht auch mal gezogen, ich weiß es nicht. Aber gefällt mir extrem. Habe ich auch noch nie so gesehen. Deswegen, ja. Gönnt ihr euch, wenn ihr Bock drauf habt. Natürlich darf in diesem Video auch kein Represent fehlen. Ihr wisst, Represent einer meiner Fave-Brands und machen geisteskranke Hoodies. Wirklich, also ich hatte schon viele Hoodies und ich muss sagen, die von Represent waren eigentlich von der Qualität und vom Fit her die besten, die ich hatte. Die Hoodies sind übelst schwer, haben einen sehr, sehr dicken Stoff. Kosten leider auch 200 Euro, ist viel Geld für ein Hoodie, aber dort kriegt ihr für 200 Euro wirklich, ich sag's euch, eine geisteskranke Qualität. Wir hatten einmal diesen hier, ist so einen verwaschenen Schwarz, finde ich auch mega schön, mit so einem Represent, ja, Druck vorne drauf, in so einem Rot, was auch so ein bisschen Vintage ist, also ist sehr ausgewaschen, sehr used, auch in so einem Vintage-Look, finde ich sehr schön. Und wir hatten einmal diesen hier mit so einem All-Over-Design, finde ich auch geil. Irgendwie mit so zwei Leuten drauf, dieser England-Flagge und dann steht da irgendwie England is mine. Finde ich auch sehr cool, das Design. Ich denke mal, ich werde mir auch auf jeden Fall für den Winter noch einen Represent-Hoodie bestellen. Ich habe da immer nämlich einen 20%-Code, dann ist es nicht mehr so teuer, wobei es immer noch geistkrank teuer ist für ein Hoodie. Aber ich verspreche es euch, die Represent-Hoodies, also ihr werdet in der Preisklasse eigentlich keinen geileren Hoodie finden von der Qualität. Deswegen kann ich euch die nur empfehlen, checkt die gerne ab. Die beiden Hoodies auf jeden Fall meine Empfehlung. Dann hätten wir einen Hoodie für 262 Euro. Ja, wir werden echt teuer. Von Braindead blende ich euch hier mal ein. Und ich muss wirklich sagen, diese Farbkombo von diesem Grün mit diesem Braun gefällt mir mega, mega gut. Ich weiß nicht warum, ich finde den Print vorne auch irgendwie so ein bisschen weird. Da ist so ein Panzer drauf mit einer Banane und einem Schornstein und so. Also ganz, ganz weirder Print. Aber ich finde diese Farbkombo mega schön und ich weiß auch, dass der Hoodie einen sehr, sehr geilen Fit hat und eine sehr, sehr geile Qualität. Ja, auch der Braunton gefällt mir sehr gut. Checkt das gerne ab. Finde ich sehr, sehr cool. Auch Misbehave darf natürlich in diesem Video nicht fehlen. Wir hatten einmal zwei Hoodies von Misbehave, die, soweit ich weiß, neu reingekommen sind. Ich habe die auch vorher noch nicht gesehen. Auch beide wieder in so einem Braunton. Es tut mir leid, aber wie gesagt, ich bin übelst auf diesem Braunton. Ja, blende ich euch jetzt auch mal hier ein, ich blende euch auch mal beide ein, dann geht das ein bisschen schneller. Wir haben einmal den mit diesem gelben Smiley drauf und einmal den mit diesem All-Over-Print in so schwarz.
Ich finde beide mega schön. Ich weiß, dass die einen geilen Fit haben. Ich weiß, dass die eine geile Qualität haben, weil unter anderem hat Gianni sich, Grüße gehen raus, vor kurzem erst ein Misbehave Hoodie bestellt. Und ich weiß, dass die echt wirklich nice sind. Und der eine kostet 280 Euro mit dem Smiley, der andere kostet 250 Euro. Ich finde beide sehr cool. Kann ich euch nur empfehlen. Ich glaube, mir gefällt der mit dem Smiley noch ein bisschen besser. Ich finde diesen Gelb-Akzent sehr cool. Ja, kann ich empfehlen. Sind zwei Misbehave-Hoodies, die ich wirklich sehr, sehr cool finde. So, wir nähern uns dem letzten Piece für dieses Video. Und zwar nämlich einmal diesen CPFM-Hoodie, wo Ye Must Be Born Again draufsteht. Gibt es in ganz, ganz vielen Farben. In lila, in braun, in gelb, in rot, in blau, in alles. Den gibt es in vielen Farben. Gibt es auch nur auf StockX, beziehungsweise halt im Resell. Kostet so zwischen 250 bis 400 Euro, also ist wirklich echt teuer. Aber hat auch einen unglaublich kranken Fit. Wie ich es gerade gesagt habe, Alter. Hat einen unglaublich kranken Fit und auch eine unglaublich nice Qualität, das weiß ich, wirklich. Und deswegen möchte ich auf jeden Fall einen haben. Ich finde die vom Design sehr cool, ich finde die Schriftart sehr cool. Wie gesagt, ich werde die mir safe bestellen. Ich finde die Qualität und den Fit geisteskrank. Allein deswegen werde ich mir den bestellen. Ich finde aber auch das Design sehr cool. Und ja, ein sehr dicker Hoodie für den Winter. Ne? Und das wäre es zum letzten Hoodie. So, Freunde, das wäre es mit diesem Video gewesen. Ich hoffe, meine Hoodie-Empfehlungen haben euch gefallen. Schreibt doch auch gerne eure Empfehlungen in die Kommentare. Vielleicht können wir da so ein bisschen als Community uns ein bisschen weiterhelfen. Dann pinne ich nämlich ein paar Kommentare an mit einer geilen Empfehlung, die ich vielleicht auch noch nicht kannte. Und ja, dann würde ich sagen, ganz gerne Daumen nach oben da. Wenn ihr Bock habt auf eine weitere Folge, ich habe nämlich wirklich viel, viel mehr Hoodies gefunden. Wenn ihr Bock habt auf eine weitere Folge, also Teil 2, lasst einen Daumen nach oben da, lasst es euch wissen und lasst auch gerne ein Abo da. Dann würde ich sagen, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, genießt die Schulzeit und den kommenden Herbst. Wir sehen uns, haut rein, ciao.